Willkommen zurück bei Shadowgate, einer weiteren Folge hier am Fuße der steinernen Treppe. Und zwar habe ich ein bisschen was gegen die Banshee unternommen, und zwar habe ich das Spiel schnell nochmal gespielt, genauso wie wir es gemacht haben, denn tatsächlich ist die Banshee abhängig davon, wie viele Aktionen wir schon durchgeführt haben, und da wir schon sehr viele Aktionen gemacht haben und sehr viel rumgerätselt haben, ist die uns die ganze Zeit wieder auf die Pelle gerückt. Jetzt sind wir ein bisschen mehr beruhigt vor der Banshee, aber eigentlich ist alles so ziemlich, wie es beim ersten Mal auch war. Ihr habt also nichts verpasst und wir spielen direkt weiter und müssen nicht so oft neu laden, weil uns diese Hackfresse wieder, ja, ins Bild springt. Ich habe hier auch schon alles erledigt wie beim letzten Mal und jetzt gehen wir mal oben durch das Tor, wo wir letztes Mal so ungünstig aufgehalten wurden. Ist das noch ein Obelisk hier? Was haben wir denn da? Was einst ein Obelisk war, ist jetzt nur noch ein Haufen Schutt. Ah, die haben alle Obelisken dahinter. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Aber eher nicht so richtig. Naja, gut, hier waren wir fertig. Gehen wir nach oben. Du wirfst einen letzten Blick auf das steinerne Podium und dann erklimmst du die Treppe und stellst dich dem, was kommt. Stell mich dem, was da auch kommen mag. Ungefähr so wie in deinem Traum liegt der Eingang ins Innere der Burg Shadowgate zusammen mit der schweren, hölzernen Zugbrücke vor dir. Weit in der Ferne brennt ein Signalfeuer in den Bergen. Ach, das ist das Signalfeuer, was ich... Ist das das, was ich angemacht habe? Das an dem Turm? War das da hinten? Ja, das ist viel zu weit weg, oder? Aber vielleicht brennt das, weil ich das angemacht habe. Naja, schauen wir mal. Du hältst die Nase zu. Der faulige Gestank, der aus diesem Brunnen kommt, ist ekelerregend. Ein Seil hängt an dem hölzernen Querbalken. Ich kann da runtergehen. Wir das nehmen. Du versuchst, das Seil vom Brunnen zu lösen. Nachdem du den letzten widerspenstigen Knoten gelöst hast, fällt das Seil auf den Boden. War das schlau? Wir nehmen das Seil mit. Ich muss mal... gerade mal kurz ein bisschen husten. Moment. Ups. So viel zu, das hätte nicht aufgenommen werden sollen. Wenn ich das nicht rausgeschnitten habe, tut mir das leid. So. Wo sind wir? Was machen wir? Wir haben Zahnräder. Zahnräder, die mit einer schweren Kette verbunden sind, sind am Fundament der Burg angebracht. Du fragst dich, welchen Zweck dieser Mechanismus hat. Ja, wofür wohl? Das macht die Zugbrücke. Da sieht man doch. Hier ist noch ein schöner Fluss. Der schlammige Boden des Burggrabens sieht nicht wirklich einladend aus. Ja, da wollte ich jetzt auch nicht rein. Die Burg selbst kann man nicht anklicken. Das Leuchtfeuer. Sieht man das da hinten? Auch nicht. Was tun wir jetzt? Ah, warte mal. Wir haben doch hier ein Seil bekommen, ne? Seil benutzen. Und wir haben, irgendwo haben wir einen Haken. Da. Boah, bin ich gut. Du nimmst das Seil und befestigst es an einer eisernen Haken. Das Ergebnis ist eine Art Enterhaken. Benutzen. Auf die Brücke. Beide Knöpfe zu benutzen bringt nichts. Warte, das machen wir nochmal. Vielleicht habe ich die Brücke nicht getroffen. Na, das hat keinen Effekt. Na gut. Vielleicht eins der Fenster werfen. Versuchen erstmal einzubrechen, bevor wir irgendwas anderes machen. Tada! Du zeigst dein Können und schwingst den Enterhaken ein paar Mal über den Kopf und wirfst. Der Enterhaken trifft eines Fenster in der Mauer. Blablabla. Mr. Freeman. Zaubersprüche, wir wollen da rein. Entreiz macht die Tür auf, ne? Nix. Oder war es Agab? Agab hatte zumindest die Eingangstür und das Gitter am Anfang gemacht. Und das hatte das Zahnrad gemacht, aber das habt ihr auch nicht. Vielleicht das noch was? Auch nicht. Leute, Müll vielleicht? Auch nicht. Und dieser komische Spruch hier auch nicht. Dann haben wir nur noch einen.
Auch nicht. Seil. Kommen wir da schon ran? Oh, es geht ja sogar schon. Wir müssen gar nicht über den Fluss. Da war ein Burggraben. Wieso können wir den einfach so überqueren? Öffnen. Lesen. Du liest die Worte auf der Schriftrolle und bemerkst, dass der Brief an den Magier Greylord adressiert ist. Mein Freund, ich werde in meiner Dämonen-Domäne hier im Gatekeeper-Gebirge bleiben und die nördliche Passage bewachen. Halt Ausschau nach meinem Signalfeuer, wenn noch mehr aus dem Norden kommen. Ich bedauere, dass ich mein Haustier mitnehmen muss, aber nur ich kann es kontrollieren. Der Name Undhalm steht als Unterschrift auf der Seite. Der hat also das Signalfeuer angemacht, weil noch mehr aus dem Norden gekommen sind. Was haben wir denn hier? Ein Pott. Diese Art Eisenkessel wurde für einen Zweck gefertigt, kochendes Öl über die angreifende Armee auszugießen. Ah, diese schollen, diese Öllinger kennt man ja aus dem Mittelalter. So, machen wir mal kaputt. Du schlägst mit deiner Faust gegen die Kiste und sie bricht auf. Jorik räuspert sich. Weißt du, was ich brauchen könnte? Etwas von dem Lindentabak, das ist zwar gutes Zeug. Habe ich Tabak dabei? Ich habe keinen Tabak dabei. Kein Tabak, Jorik. Irgendein Rüpel hat die Kiste zerstört. Oh, wer war das bloß? Naja, die zerbricht auch. Du schüttelst den Kopf und fragst dich, was dich veranlasst hat, diese schöne Kiste zu zerstören. Ja, Zeug haben, das hat mich dazu veranlasst. So, Hebel benutzen. Du schlägst den Hebel mit deiner Hand. Warum zieht man nicht einfach dran? Mit einem Poltern bewegen sich die Ketten und die Zahnräder fangen an, sich zu drehen. Du hörst, wie sich die Zugbrücke draußen absenkt. So, mehr können wir hier nicht tun, ne? Keine Fackeln für uns, nein. Alles klar. Schwupps. Du überprüfst das Seil und kletterst aus dem Fenster in die nasse Wand herunter. Ungefähr so wie in deinem Traum. Also das haben wir schon. So, können wir das Seil noch nehmen? Ich möchte das Seil nehmen. Geht nicht. Doch, geht wohl. Sehr gut. Du ziehst am Ende das Seil zu und löst es aus einer Position. Ach, löst heißt das nicht, löst, Leute. Du wickelst das Seil auf und legst den Enterhaken in deinen Rucksack. So, gehen wir mal hin nach. Oh, das sieht mal schick aus hier. Achievement unlocked, Infiltrator. Du holst tief Luft und überquerst die Zugbrücke in die innere Burg. Ich war da schon auf der anderen Seite der Zugbrücke, ich bin da runtergeklettert. Braucht die Zugbrücke doch gar nicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Eindringling freigeschaltet. Oh, er anscheinend auch. Als du den großen Korridor betrittst, springt ein Goblin aus dem Schatten und überrascht dich mit einem Schlachtruf. Während du einen Rückzieher machst, macht die Bestie ihre Waffe bereit. Cool, gibt es einen Fight? So. Wir haben hier unser tolles Riesenschwert. Benutzen. Unsere Ausrüstung ist ja noch parat. Zack! Ui, war angreifend gut. Schneller als du erwartet hast, reagiert der Goblin auf deine Bewegung und greift mit einem seiner spitzen Keule an. Die Waffe dringt tief in dein Gehirn ein und beendet dein kurzes, aber abenteuerliches Leben. Hätten wir mit ihm reden müssen? What a pity that you have failed in your... Jaja. Failen ist hier an der Tagesordnung. Autosave in der Burg. Laden. Hätte einfach fortsetzen drücken können wahrscheinlich. Egal. So, nee, ich muss hier nochmal wieder das Seil nehmen. Danke. Und wieder Rinder. Da ist wieder unser Freund. So. Was können wir tun, um ihn abzuhalten? Wahrscheinlich vielleicht verteidigen. Schild benutzen mit ihm da. Ich habe ein Schild geholt. Ich hatte ein Schild in der Hand. Hallo. Ich habe ein Schild. Ruf ist das Schild denn da, wenn ich gegen den Goblin angreife? Soll ich mit dem reden oder was? Ist jetzt ein Schild ziehen aggressiv?
Leute, Leute, Leute. Ja, das ist unser Freund wieder. Ah, ich kann ihn auch schlagen. Ich rede mal mit ihm. Reden mag er auch nicht. Er ist nicht sehr gesprächig. Sein könnte es, wenn wir ein Kochrezept austauschen können oder so. Goblin-Suppe. Nimm das Seil, geh da rein. So, Goblinus Directus. What should I do? Warum kann ich den Goblin gehen? Ist das vielleicht ausweichen? Angucken? Ein Goblin! Einen der hässlichsten, den du je gesehen hast, steht vor dir und schwingt seine Waffe. Ich kann ihn schlagen. Ach, das geht. Mit dem Schwert draufhauen ist nicht gut, aber schlagen geht. Der Goblin ist völlig überrascht, als dein rechter Haken gegen seinen Kiefer trifft. Es gibt ein lautes Krachen und der Goblin geht zu Boden. Du sagst triumphierend, den hast du nicht kommen sehen, nicht wahr? Was ist das? Dieser dreckige Waffenrock ist aus der Haut einer roten Kreatur gefertigt, toten Kreatur gefertigt. Erstmal, ich habe ja schon einen Mantel, oder kann ich das auch noch anziehen? Warte mal. Oh ja, das geht auch noch. Geil, jetzt habe ich einen Wappen. So. Öffnen wir den Goblin. Du durchsuchst den Goblin und nimmst einen interessanten Kristall aus der Tasche. Mhm. Lass mich raten, wenn ich ihn jetzt anschaue, heißt das interessanter Kristall. Das geometrische Muster dieses Kristalls ist sehr selten. So, Fackel. Da sind sonst keine Fackeln. Was haben wir denn da? Der rote Stoff dieser Flagge ist alt und abgenutzt. Versuchst die Flagge von der Wand zu ziehen, aber es ist verankert. Benutzen. Das geht. Die Flagge fängt Feuer. Da ist aber bestimmt irgendwo was hinter. Flup. Flup. Und nochmal. Wie? Kein Versteck hinter der Flagge? Was ist denn das für ein RPG hier? Ich habe auch ein paar mehr Fackeln, weil ich natürlich weniger Fackeln verbraucht habe. Das ist natürlich auch noch ein kleiner Vorteil. Und ich habe sage und schreibe gerade mal eine halbe Stunde oder so gebraucht, um das alles nochmal zu machen. Wenn man weiß, wie es geht, ist das echt ein bisschen einfacher geworden. Ein Teppich. Dieser ausgefranste Teppich geht durch den gesamten Raum. Er muss unbedingt mal gewaschen werden. Hier muss Tine Wittler mal vorbeikommen hier. Kann man ein bisschen mehr Inneneinrichtung machen. Kann die Statue ausrüsten? Du untersuchst die Rüstung, es scheint etwas im Visier zu stecken. Du öffnest das Visier und findest einen Teil einer Maske und legst es in deinen Rucksack. Die Rüstung ist zu groß für deinen Rucksack. Du suchst nach einer Möglichkeit, die Rüstung anzuziehen, aber sie ist zusammengeschweißt. Bla bla bla. Diese Rüstung ist eindeutig für Paraden und besondere Anlässe gefertigt worden. Du wunderst, würdest du was niemals anziehen? Na, ich bin für sowas auch nicht geeignet. So ist das Visier der Rüstung aufzuheben, hebeln kein Glück. Benutzen wir den da. Du drohst der Rüstung und und knurrst sie an. Sie reagiert nicht auf deine Provokation. Du knurrst die Rüstung an, sie lässt dich von dir nicht provozieren. Geht also auch nichts. Annehmen will ich die nicht. Die Struktur der Rüstung zeigt, dass sie für einen weiblichen Krieger gefertigt wurde. Okay, auch nichts drin. Diese Rüstung ist eindeutig für bra bla 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 bla. Öffnen, auch nichts drin. So, Maske, was haben wir dich denn? Ausrüstung aus. Oh, die Maske ist eine Ausrüstung. Ausrüsten. Du versuchst, den Teil der Maske auf dein Gesicht zu legen, aber es bleibt nicht an seinem Platz. Ja, dann brauche ich vermutlich den Rest auch noch. Gut, fangen wir links an. Programmierer erwarten immer, dass man zuerst nach rechts hingeht, deswegen mache ich mal links.
Warte, bevor ich das mache, speichere ich hier. Weil wir gerade zu viel Geblubbel da draußen hatten. Warte mal, ich nehme jetzt mal den hier. Ja, er wurde gespeichert, ich weiß, danke. Oh, Doppelklick geht ja auch, stimmt ja. Diese Bibliothek muss tausende von antiken Filianten, Büchern und Manuskripten enthalten. Eine dicke Staubschicht bedeckt alles. Einfach alles. Toll, Stühle. Als du den Stuhl untersuchst, bildet sich eine Staubwolke. Ein Buch. Ein Wort ist von der Hand auf den Umschlag des Buches geschrieben. Das Wort ist Lutruf. Lotharut. Öffnen. Lesen. Obwohl du die Handschrift kaum lesen kannst, liest du weiter. Ich fühle mich geehrt, dass Fendryl mich ausgewählt hat, die Arbeiten des Zirkels zu dokumentieren. Das neueste Mitglied ist ein junger und wissbegieriger Magier mit dem Namen Lakmir. Und er hat vor, die Ursprünge der Zeit zu studieren, obwohl seine Domäne noch entschieden wurde. Wahrscheinlich noch entschieden wird. Unser Oberhaupt hat erwähnt, dass Lakmir nicht aus seiner Linie stammt und deshalb nicht zum Anführer des Zirkels ausgebildet werden kann. Das neue Mitglied wurde durch eine... Das neue Mitglied wurde durch eine unkonventionelle Wahrsagung von Tylmyr ausgewählt. Ich traue ihm nicht. Er hat Ambitionen, die Mitglieder des Zirkels nicht gutheißen. Naja, aber der Lakmir ist ja einer der Guten anscheinend, haben wir ja gemerkt. Lesen wir das auch nochmal. Du überfliegst das Buch und bemerkst, dass die Seite leer ist. Dass die Seiten leer sind, Leute. Hier in diesem Teil haufen sich gerade die Grammatikfehler. Schade eigentlich. Du kennst einige Gelehrte, die alles dafür geben würden, um nur einige Momente mit den Büchern auf diesen Regalen zu verbringen. Du führst mit der Hand über die Ecken des Bücherregals und suchst nach versteckten Mechanismen. Nichts. Das tue ich dann hier aber auch mal. Aha. Hä? Ich wollte das angucken. Achso. Du spürst etwas Seltsames und schaust dir die Bücher auf diesem Regal näher an. Eine Reihe von Regalen ist mit Büchern von unterschiedlichen Formen, Größe und Farben und das angewiderte Wissen. Ja, okay, das ist das. So, da fehlt schon mal eins. Das hat aber nichts zu sagen anscheinend. Da ist ein Buch. Der Titel auf dem Buchrücken ist reich verziert. Requiem für den Grafen von Galblablabla. Also eigentlich müsste ich jetzt nach einem abgegriffenen Buch suchen. Wie wär's denn damit? Das ist schön groß. Auf dem Buchrücken steht nur ein Wort. Ularua. Nehmen? Irgendwie fühlst du dich genötigt, das Buch an seinem Platz zu lassen. Ja, Leute, soll ich jetzt hier jedes Buch durchgehen oder was? Ist ein bisschen heavy, oder? Na, ich muss jetzt irgendwie hier noch rausfinden können. Vielleicht hilft mir einer der Zauber oder so. Nehmen wir doch einfach mal den hier. Von dem weiß ich noch nicht, was er macht. Hä? Ich wollte den benutzen. Benutzen. Nichts. Ist am Regal irgendwas auffällig? Nein. Hier ist einer frei. Das sehe ich ja wohl. Aber sonst fällt mir... Warte, da ist was angekritzelt. Du liest den Titel des Buches... Torlin Reisebericht von Bordain. Öffnen. Fängst an zu lesen. Mit der. Sozusagen. Groß machen, habe ich gesagt. Ah, es geht nicht. Scheiße. Los, geh durch. Du fängst an zu lesen. Mit der Sommersonnenwende von Miresxar ausgesehen. Die sechs Gipfel der roten Berge der Darken Gebirgskette im Vordergrund mit den drei Bergen der bläulichen Dragonfell gleich dahinter. Dann kommt der weiße Gipfel von Gatekeeper, während die Spitze von Angors schwarzem Gipfel dahinter liegt. Diese Aussicht ist bekannt als der gezackte Regenbogen.
okay. Das Gezackte da hat nichts zu bedeuten anscheinend. Gut. Das gucken wir uns später an. Was ist das? Eine Karte aus irgendeinem Haus. Hautähnliche Material zu einer Linde von Karl Torlin. Dasselbe. So. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Was denn hier war? Irgendwas anderes? Die Bücher auf diesem Regal haben Markierungen und Symbole, die du nicht kennst. Na gut, toll. Hier ist noch ein Buch lesen. Ein neuer Zauber. Du kannst die Schrift in diesem Buch nicht wirklich entziffern, aber ein Wort hebt sich vom Rest ab. Plasler. Vor deinem geistigen Auge siehst du die Rune und du schreibst sie in dein Zauberbuch. Du hast einen neuen Zauberspruch gelernt. Was ist das? Was ist das? Was macht es? Die Rune lautet übersetzt Plasler. Dich überkommt eine innere Ruhe, während du auf die Ruhe ohne schaust. Okay. What the? Eine weiße Kerze sitzt in einem reich verzierten Kerzenhalter. Geil, mitgenommen. Eine rote Kerze, mitgenommen. Das da oben kann ich nicht angucken. So, den Geheimgang gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Wir machen hier einen kleinen Cut. Eine Folgenpause. Irgendwie müssen wir mit den Büchern wohl den Geheimgang öffnen. Ich habe allerdings noch nicht so wirklich gesehen, wie man die Bücher da unterscheiden soll. Naja, das finden wir noch raus. Wir haben noch ganz viele andere Türen. Wir sind ja gerade mal da in der Burg. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.